Ja, grüß Gott, Servus und Hallo, liebe Klemperfreunde und herzlich willkommen hier wieder bei Martins Klemperwelt. Und schaut mal, was ich mitgebracht habe. Ich habe ihn endlich fertig. Den A-Team Van Mock. Kreiert, designt von Jade. Gekauft bei AliExpress. Wer es interessiert, verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Dieses schöne Teil hat 1, 2, 3, 4 Motoren, eine Fernbedienung. Allerdings sind das nicht die Originalmotoren, sondern die Motoren von Mold King. Die habe ich extra bestellt und hier eingebaut. Ich habe aber im Video gesagt, ich baue er so wie er ist, mit den normalen Motoren, so wie er bestellt worden ist. Und werde ihn dann umändern, weil das die RSC-Motoren haben auch nicht funktioniert, warum auch immer. Das Einzige, was funktioniert, war Licht. Einzeln haben sie komischerweise funktioniert, außer der Servo. Der hat dann nicht funktioniert. Deswegen habe ich mir gesagt, hole ich mal ein komplett neues Motorensetz, baue sie hier ein und sieh da, er funktioniert. Er funktioniert so gut, dass ich später nachher rausgehe und ihn fahren lasse. Natürlich mit dem Video. Das mache ich dann im Anhang, wenn wir hier mit dem Review fertig sind. Ja, dieses gute Stück hat ca. 1077 Teile. Anleitung ist keine PDF-Anleitung, sondern eine stinknormale Bildanleitung. Also man muss echt gucken. Bauspaß auf jeden Fall. Also wer schon mal Technik gebaut hat und verschiedene Mocks gebaut hat und gerade bei Replikebildern, könnt ihr euch den auch runterladen. Kann ich euch auch nochmal verlinken, wenn ihr das möchtet. Wenn der eine sagt, nee, mir ist das jetzt zu teuer, ich habe so viele Technikteile, baut ihn einfach nach. Baut ihn nach. Für Anfänger, naja, wer sich zutraut, gerne, aber ich würde es eher sagen, nicht unbedingt. Also, wie gesagt, ich habe ja Moltke-Motoren noch eingebaut und habe aber die ganzen Motoren fast an jedem Platz gelassen. Also, der Servomotor ist da, wo er hingehört, der L-Motor ist da, der M-Motor, ein M-Motor ist genau über den anderen M-Motor drüber und die Akkubox befindet sich hier. Jetzt fragt euch sicherlich, ja Herrgott nochmal, wie kommt denn der Kerl daran? Ja, das ist ganz einfach, ich habe ihn umgebaut. Zack! Bumm. Sieht man gar nicht, gell? So. Machen wir kurz an. Zack. Machen wir Klappe wieder zu. Natürlich nicht zu weit, jetzt bin ich wieder zu weit. Ah, jetzt mache ich ja jedes Mal dasselbe Scheiß. Jetzt so. Da muss ich noch mit einem Stopper machen. Wäre vielleicht besser, gell? Ja. So. Hier, die Türen gehen natürlich da nicht auf. Was aber aufgeht, ist die Seitentür. Schalte ich mal kurz an. Jetzt muss ich überlegen, wo habe ich den geschaltet. Genial, oder? Und geht auch wieder schön so. Zack, und da ist er zu. Natürlich, die hinteren Türen gehen auch auf. Wäre schön, wenn es nicht so wäre. Na geil. Also dieser Mock ist echt klasse. Also als ich den gebaut habe, habe ich gesagt, oh Jesus Maria. Da war eigentlich alles davon bewundern. Also ach du Schreck. Gucke. Was will der von mir? Ah, ich hab's. So war's. Bei dem Team muss man allerdings ein bisschen nachhelfen, weil sie schließen sind nicht gleichzeitig. Das ist bei dem einfacher, da habe ich das herausbekommen. Und beim Fahren, beim Rückwärtsfahren, der knackt da. Warum auch immer. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich da einen Fehler gebaut habe oder warum er knarrt oder ob der einfach nur von den Zahnrädern ist. Weil bei manchen Tech-Modellen, man muss ja dazu sagen, er hat die Teile ja bestellt, wahrscheinlich auch von verschiedenen Herstellern. Seht ihr auch hier, sind ein paar kleine Farbabweichungen, das sage ich auch nochmal im Aufbauvideo, hier auch. Die Dreierloch, was haben wir hier? Die Dreier-Technik-Locharm und hier die Zweier mit diesen Kreuzstützen drin. Die sind nicht wirklich farblich gleich. Die anderen Sachen wiederum schon.
Das ist halt alles etwas dunkler. Aber ich verzeihe mal, weil ich könnte mir sagen, ja mein Gott, das Auto ist wie alt? 90er Jahre? Baujahr, sagen wir 89, 87? Wer es weiß, kann mir doch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Serie Alien habe ich früher sehr gerne geschaut. Auch den Film, aber bei dem Film war nicht so toll, weil kritikmäßig ist er auch nicht so gut abgeschnitten, weil einige Fehler da drin waren. Ja, ansonsten, aber das Auto ist genial. Es ist wirklich klasse. Detailgetreu, sind allerdings nur drei Sitze drin, statt vier Sitze, liegt wahrscheinlich an der Schiebetür. Das muss man, vielleicht kann man, vielleicht kann der eine oder andere das umbauen, dass da vier Sitze reinpassen. Ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden. Muss ich gucken, wie man das macht. Da hinten habe ich zwar noch was, wo ich vielleicht das verbinden kann. Werde ich sehen. Und das Lenkrad, das lässt sich nicht mitdrehen. Was natürlich schade ist. Aber ansonsten alles im An, ein cooler Mock. Ich würde sagen, wir messen mal die ganze Geschichte mal aus, gell? Das gute Teil hat circa 5, mit der links vorne, ja, sagen wir mal 34,5. Groß ist er circa, ja, sagen wir mal 13 cm und er hat eine Breite von 16 cm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe natürlich auch noch einen anderen Mock bestellt von ebenfalls einer Serie der 90er Jahre. Allerdings ist der in Schwarz. Schöner wäre es natürlich, wenn er in den Farben wäre, wo das Auto ist. Wie es wäre. Ich hätte auch gerne das Auto von Nightrunner, den gibt es aber als Technikmodell, aber den gibt es von Bluepix. Und den habe ich jetzt. Den habe ich jetzt bestellt. Und den werde ich auch bauen. Das andere Modell werde ich natürlich auch bauen. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, das war es dann erstmal für heute. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Teile sind, ja, es geht. Sind halt verschiedene Teile von verschiedenen Herstellern. Klemmkraft, top. Also, es gibt, habe ich im Aufbauvideo auch gesagt, es gibt Teile, da geht es super rein, dann gibt es Teile, die sind total locker und dann gibt es wieder Sachen, da musst du draufkloppen wie ein Irrer. Aber im Großen und Ganzen ist das Teil stabil. Ne? Also, kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Gut, paar Mikrokratzer hat er auch drauf. Allerdings nur Paneele hat er eigentlich sogar nur zwei. Eine da drinne und eine ist hier. Ist hier oben eine verbaut? Ne, hier. Hier bei der Motorhaube ist nur eine verbaut. Die sind auch nicht wirklich kratzfrei. Ja, aber ist egal, ist ja ein Mock. Also, wenn es stört, okay. Ja, mein Gott, man kann vielleicht ein bisschen nachpolieren oder so. Ne? So, jetzt mal nochmal hinten auf. Also selber funktioniert auch. Ne? Schöner wäre es natürlich, wenn er hier noch was hätte. Dann wäre es eine schöne Ablage. Na, wie ihr seht. Weiß nicht. Ne? Vielleicht mache ich das noch irgendwann, wenn ich noch ein paar schöne Teile dazu finde, dass ich das auch schön verbinden kann. Ja, wie ihr seht. Und vielleicht tue ich auch noch die Lichter schön beleuchten. Aber wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Weil die sind da irgendwie da dran und normalerweise müsste gehen, oder? Wenn ich das so dran mache. Ja. Habe ja noch Lichter da vom Mold King. Habe ja ein ganz großes Set gekauft. Das war das Set für 90 Euro von dem McLaren P1 von Moltke. Da sind die Motoren drin. Da sind schon die besseren Motoren. Also er geht auch wirklich ab. Ich weiß gar nicht mal, wie schnell er ist. Müsste ich messen. Ja, in diesem Sinne, wunderschönes Modell. Mir hat das Ganze Spaß gemacht. Wirklicher Bauspaß. War wirklich super toll. Schade, es war nur eine Bildanleitung. Aber wer sich damit auskennt, kommt, der wird sehr schnell damit zurechtkommen. Am Anfang muss man halt ein bisschen gucken,
Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr schön. Also, Shade, wenn du zuschauen tust, top. Wirklich top. Also, ganz großes Kompliment. Mir gefällt's. Ich weiß nicht, wie gut das Bluebricks-Modell ist. Der ein oder andere hat sich schon aufgebaut. Wer das weiß, soll mir doch gerne mal schreiben. Kann er mir vielleicht ein Feedback dazu geben. Aber ich finde das Technikmodell, das hat's was. Immerhin, er ist fahrbar. Jetzt gehen die Türen auf, es geht die Seitentür auf. Okay, er hat nur drei Sitze. Mein Gott, was soll's. Aber trotzdem, schönes Modell. Findet ihr nicht auch? Ja, in diesem Sinne, ich gehe dann jetzt gleich mal raus im Garten. Das wird dann meine Abschlusssequenz. Lass ein bisschen rumfahren. Zeige es euch, wie ich da ein bisschen rumfahre. Gleich noch die Türen aufmachen tue. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Ein fröhliches Klang. Wir sehen uns. Bis dann.